bei uns gehabt. Wir haben mit sehr starken Kunden gearbeitet. Welche zeige ich euch gleich nochmal. Und was wir heutzutage für Kunden haben und wie unser Werdegang sich entwickelt hat, wie soll es anders sein? Ich zeige euch ein weiteres Video, weil das heute von mir, das Thema heißt nicht umsonst, vom Filmemacher zum Fotografen. Also bekommt ihr erstmal einen guten Eindruck von unseren letzten Jahren, insbesondere 2019, mit wem wir dort gearbeitet haben, wo unser Arbeitsbereich aktuell liegt, worauf wir uns konzentrieren und was so unsere Stärken sind. Man muss dazu sagen, dass das Showreel 2020, was ich euch jetzt zeige, ausschließlich auf Panasonic-System gedreht wurde, auf Panasonic S1H, auf der S5 noch nicht, zu der komme ich später, GH5 und der EVA One. Das sind unsere Standardkameras, mit denen wir das, sag ich mal, 90, 95% aller Kundenjobs bedienen. Genau, aber bevor ich hier auch wieder zu viel erzähle, Film ab. Die Anwendungsmöglichkeiten sind einzigartig. Seit dem Start des Nutzerbetriebs 2017 kommen Wissenschaftler aus aller Welt hier zusammen. Dann tu was mit einem Fernstudium bei der EuroFH. Moment. Stopp. Kein Internet ist auch keine Lösung. Natürlich hat man gesehen, dass auch einiges an Drohnenaufnahmen dabei war. Die Drohnen sind natürlich nicht mit einer Panasonic-Kamera ausgestattet, das muss ich nochmal dazu sagen. Ja, wie ihr seht, unser Metier erstreckt sich sehr viel im Bereich Social Media. Es waren viele 9 zu 16 Aufnahmen dabei, eBay, Fanta, O2 und E.ON sind so über Agenturen Kunden, mit denen wir heutzutage arbeiten dürfen. Und wir haben uns sehr weit in den Bereich hineinentwickelt, dass wir auch wirklich Spezialisten auf diesem Gebiet geworden sind. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, das Thema heißt auch vom Filmemacher zum Fotografen. Wann fängt ihr mal an, über Fotografie und über die neue S5 zu erzählen? Kann ich beruhigen, dazu komme ich auch noch. Genau. Und dazu möchte ich euch eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar war ich bei einem Event. Wir hatten einen Filmauftrag, es war eine Abendveranstaltung. Wir waren noch relativ am Anfang unserer Karriere und hatten halt zwei, drei GH5s dabei und haben den Abend mit diesen Kameras festgehalten. Und im Laufe des Abends kam der Kunde zu mir und sagte: Du Chris, wäre es nicht auch möglich, dass du noch ein paar Bilder machst? Wir wollten ein bisschen was für Instagram posten. Heutzutage leben wir in einem Zeitalter, wo jeder Content braucht. Jeder. Ob es eine kleine Agentur ist, der Kunde im Mittelstand, jeder braucht Content, jeder möchte Social-Media-Kanäle bedienen und das ist voll unser Steckenpferd geworden. Und entsprechend dachte ich mir erst Moment, ich bin noch Filmemacher, ich mache hier so ein bisschen Regie und habe die Kamera, aber Fotograf bin ich nicht. Ich wollte ihm erst sagen, nein, das geht nicht, aber ich hatte damals die GH5, die eine hybride Kamera ist und dieses Hybrid-System natürlich erlaubt, Fotografien zu erstellen. Und ich habe den Job dann angenommen, habe gesagt, okay, ich möchte dir dafür nichts berechnen, aber du bekommst diese Bilder und ohne Garantie. Er sagte, das ist vollkommen fein, Hauptsache wir haben Bilder. Ich war sehr begeistert von den Bildern am Ende. Und entsprechend habe ich ein bisschen angefangen, mich mehr in die Fotografie hineinzuarbeiten. Ich habe großen Respekt anfangs vor der Fotografie gehabt, obwohl viele sagen, Filme machen ist doch viel komplizierter. Du musst in Bewegung denken und das System ist ein anderes. Natürlich, aber ich wollte das, was ich da den Kunden anbiete, auch zu 100% beherrschen. Entsprechend habe ich angefangen, mich dahin weiterzubilden und habe gemerkt, auch auf den Reisevideografie und Reisen, wo ich immer unterwegs war, dass ich nehme mal den
Skipper in die Hand, dass ich doch durchaus für mehrere Kunden die Fotografie mit anbieten kann, zusätzlich zu den Filmen, die ich erstelle. Hier zum Beispiel sehen wir die Queen Mary 2 in Hamburg vor der Elf hier im Einfahren. Das habe ich für die Hamburg Marketing Group erstellt, das Bild. Ich klicke mal durch. Genau, seit kurzem bin ich dann auch Teamfotograf vom ersten Handball St. Pauli geworden, hier in Hamburg. Wir einfach ein bisschen durchklicken, würde ich mal sagen. Dankeschön. Genau, für Firestone bin ich als Fotograf tätig. Ich mache nebenbei Fotos zu unseren Start-up-Videodrehs, hier auf Mallorca zum Beispiel. Und auf dem nächsten Bild sehen wir hier ein Schweiß-Rauchabzugssystem. Und da fragt mich der Kunde, kannst du uns noch bitte ein Key-Visual erstellen für die Kampagne, was wir auf der Website auch verwenden dürfen. Und mittlerweile bin ich stolz, dass ich das Ganze anbieten kann. Habe auch ein paar geskippt hier, ein paar Bilder. Mittlerweile mich auch ein bisschen in die Produktfotografie hinein gesteigert und da mehr zu machen. Hier zum Beispiel eine Rolex. Auf dem nächsten Bild sehen wir dann, dass ich mich auch mehr und mehr dahin fortbewegt habe, mit Menschen zu arbeiten und im Bereich Porträt und auch Schwarz-Weiß-Fotografie mehr zu machen. Genau. Hier nochmal ein anderes Bild von den zwei jungen Damen. Aber was bei mir auch nicht so kurz gekommen ist, dass ich mit den Kameras rumspiele, dass ich neue Funktionen teste. Ich war vollkommen neu vor ein paar Jahren in der Langzeitbelichtung und habe auch hier mit ND-Filtersystemen gearbeitet, um einfach das Neues zu testen, weil das macht gerade so Spaß, immer neue Technik zu probieren, neue Aufgaben sich selbst zu stellen und sich kreativ auch weiterzuentwickeln. Auch die Architektur, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, da habe ich ein bisschen Gefallen gefunden. Also ich bin noch relativ breit aufgestellt in der Fotografie, habe aber auf dem nächsten Bild sieht man das dann, über die Jahre gemerkt, ich habe doch so meine Lieblingsposition in der Reisevideografie gefunden. Ein Kunde schickte mich 2019 auf eine Weltreise für 6-7 Wochen. Ich sollte von jeder Destination Videos machen und es war natürlich ein Traumjob. Und aber die Bilder so ein bisschen durch, bitte. Genau, und habe da halt gemerkt, dass ich doch in der Landschaftsfotografie, wenn ich allein unterwegs bin und stundenlang im Terrain herumlaufe, ein wenig merke, wie es mir einfach gefällt, auch in der urbanen Gegend Momente und Orte festzuhalten aus meinem Blickwinkel. Und da hatte ich die GA5 und die G9 dabei, die ganze Reise über. Ich musste natürlich klein und kompakt denken. Ich hatte viele, viele Kilometer zu gehen. Ich war allein unterwegs. Ich musste über Stock und Stein gehen und das nicht nur 1-2 Stunden, sondern teilweise 4-5 und auch weit in die Pampa rein. Hatte viele Möglichkeiten, dort viel zu erleben und habe halt gemerkt, irgendwie die Reisefotografie neben der Reisevideografie, die ich auch noch erstellt habe, das ist so mein Steckenpferd. Und das seht ihr auch einige hier Instagram-Bilder von mir, weil ich die auch am liebsten poste und damit am meisten Spaß habe. Hier zum Beispiel sehen wir ein Bild aus Madeira, was ich im März diesen Jahres erstellt habe. Da hatte ich noch die Möglichkeit, vor Corona zu reisen. Und das ist mit der S1H entstanden, das Bild. Auch die, ein hybrides System. Hier sehen wir zum Beispiel ein High-Res-Bild, sprich ein 96-Megapixel-Bild, was ich dort erstellt habe. Aber bevor ich zu viele Bilder wieder zeige von den Reisen, könnt ihr ruhig weitergehen nochmal. Ein, zwei weiter. Noch ein weiter. Genau. Wie man sieht, die S1H hier auf Madeira auch mal dabei. Und die ist natürlich, wiegt natürlich was. Ich benutze sie meistens, wie sie hier steht, aufgerickt, mit einem Tilter-Cage, Follow-Focus und oftmals auch bei den letzten Produktionen im Zwei-Mann-Betrieb. Das heißt, einer zieht den Fokus, einer hat die Kamera, ob's, wie ihr im Porträt von mir gesehen habt, über den Ronin läuft und jemand einen Fokuspuller das mitzieht. Also doch schon für mehr Mannbetrieb geeignet oder Damen, je nachdem, wer am Set ist. Und wie ihr seht, ich bin mit der Kamera immer, habe sie wirklich immer dabei. Und wenn ihr die Kamera den ganzen Tag bei euch habt und rumtragt, ist natürlich, das wiegt was. Die Kamera ist extrem leistungsstark, aber da muss auch einiges ran. Da will ich auch mal Sound dranpacken können, da will ich den Follow-Focus dranpacken können. Und die muss auch größer werden können, in meinen Augen. Teilweise mit Matty-Box, wie ihr im Video gesehen habt, mit ND-Filtern, Glasfiltern und natürlich auch mit dem Ronin. Das ist so meine Run-and-Gun-Situation, wenn ich auch unterwegs war. Immer den Rucksack dabei, immer die Kamera in der Hand
Und am Ende des Tages ist man natürlich auch vollkommen fix und fertig. Und entsprechend möchte ich euch heute die S5 vorstellen. Wenn wir ein Bild weitergehen können. Scheint gerade ein bisschen zu stoppen. Genau, also bei der S5, das Video, versuchen wir es nochmal. Genau, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, gibt es euch einen super Eindruck von der Kamera. Die Aufnahmen, die im Video zu sehen waren, sind alle von mir und entsprechend stolz bin ich da auch drauf, dass ich die Möglichkeit hatte, als einer der ersten in Europa und ersten auch teilweise weltweit mit Todd aus den USA, das ganze Ding, die Kamera zu präsentieren und es erstmal auf Herz und Nieren zu testen. Wie ihr seht, die ist deutlich kleiner und damit kommen wir auch zum ersten Eindruck, den ich von der S5 hatte. Ich würde nebenbei so ein bisschen die Bilder im Hintergrund mitlaufen lassen wollen, dass ich einfach euch einen Eindruck gebe, wie die Kamera in der Hand liegt, wie der Hands-on so ein bisschen aussieht, wie besonders im Größenvergleich. Hier mal ganz kurz stoppen, das wäre, glaube ich, ganz gut zu sehen. Natürlich ist die Kamera klein. Als ich das erste Mal in der Hand hatte und die Übergabe aus Wiesbaden stattfand, dachte ich, okay, ich bekomme eine S-Serie. Ich wusste, es ist ein L-Mount und ich wusste, es ist ein Vollformat. Mehr wusste ich nicht. Dann habe ich den Karton überreicht bekommen und dachte mir so, okay, wo ist die Kamera? Das kleine Ding. Und ich denke so, das ist kein Vollformat. Und habe dann erstmal den Sensordeckel abgemacht, weil ich nicht glauben konnte, dass da ein Vollformat drin steckt. Weil ich habe auch im ersten Moment festgestellt, sie ist kleiner als die GH5. Und da war ich echt erstaunt, weil ich natürlich mit der S1H gearbeitet habe und plötzlich bekomme ich die S5, auch eine Vollformatkamera mit dem gleichen Mount und denke mir so, okay, wie soll das, was da drin war, ungefähr auch hier da rein? Da müssen natürlich Abzüge gemacht werden. Und ich war erstaunt, dass relativ wenig Einsparungen getroffen wurden und teilweise noch Features hinzugefügt wurden. Wenn man mal weiter durchklickt, sieht man natürlich nochmal den Größenvergleich auf den weiteren Bildern, wie deutlich kleiner sie als der GH5 und die S1H ist. Sie liegt super in der Hand. Ich bin dachte erst anfangs, okay, die S1H, an der habe ich mich so sehr gewöhnt, bei der S1H habe ich mich so daran gewöhnt, auch von dem Griff, dass man wirklich mal wieder eine große Kamera in der Hand hat, aber ich vermisse bei der S5 absolut gar nichts. Also es ist wirklich eine Kamera, die wenn ich aus dem Haus gehe, immer meinen Rucksack dabei habe, die ich tagtäglich mit mir rumschleppe und immer bereit bin zum Fotografieren, weil die wiegt gefühlt gar nichts. Also es ist eine andere Hausnummer. Aber wie man sieht, auch komplett mit den Möglichkeiten, diese aufzuriggen. Hier habt ihr im Video eine Interviewsituation gesehen beim Handballspielen und da habe ich mit dem DMW auf dem Blitzschuh und dem Sennheiser Mikro mit einem Ninja 5 gearbeitet, also komplett, wie man als One-Man-Show halt auftritt. Dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Genau, der bekannte Flip-Screen von der GH5 ist ebenfalls verbaut. Der sollte eben, der eine GH5 hatte, bekannt sein.
Und der sollte sie auch lieben. In meinen Augen ist er sogar noch ein bisschen dünner, also ein bisschen filigraner, und das finde ich sehr gut. Auf den weiteren Bildern, das kann nur geskippt werden. Was mir aufgefallen ist über die Zeit, ich habe, wie ich gerade schon erwähnt habe, den Ronin immer dabei. Und klar kann ich die S1H auf dem Ronin S riggen, aber die S5 ist natürlich deutlich leichter und entsprechend schneller bin ich mit dieser Kamera bereit und die Set, dass ich direkt loslegen kann. Auch wenn es gerade mal Running Gun ist. Und wenn ich die mal runternehme und neu kalibrieren muss, ist es auch ruckzuck gemacht, weil sie halt so leicht ist und der Ronin das Gewicht so schnell kompensiert. Aber wenn wir ein bisschen weiter durchskippen, kann ich noch ein bisschen was dazu erzählen. Genau, Flipscreen, wie bekannt. Der Viewfinder, da haben wir zum Beispiel eine minimale Einsparung vielleicht zur S1H. Aber so minimal, dass sie für mich fast nicht mit dem bloßen Auge sichtbar war. Und zwar ist der Sucher ein wenig schwächer von den Dot-Anzahlen und den Punkten als der von der S1H. Trotzdem noch extrem leistungsstark. Also ich habe da keine Einsparungen verzeichnen müssen auf den ersten Eindruck und bin hiermit auch sehr, sehr zufrieden. Wenn wir weiter durchklicken, gibt es solche neuen Features und Highlights wie den Red Indicator, sprich, dass wir auf dem Flipscreen oder auf dem Monitor sehen, dass wirklich aufgezeichnet wird. Das gab es bei der G100 das erste Mal, ist auch bei der S1H verbaut und ist ein Feature, was ich nicht mehr missen möchte. Genau, hier sieht man nochmal, wie lütt die Kleine ist und wie kompakt und was alles mit ihr möglich ist. Nächstes Bild einmal durchklicken. Natürlich gibt es auch weitere Add-ons, wie zum Beispiel den Battery Grip, den ihr auch im... Den habt ihr noch nicht gesehen, den zeige ich euch jetzt. Und zwar ist ein Video von mir entstanden. Panasonic. Genau, manche Bilder von den gezeigten im Video, die waren euch schon bekannt. In dem Bild, was ich davor hier mal kurz stehen bleiben bitte, in dem Bild, was ich mit dem Battery Grip hatte, da habe ich ein High-Res-Bild gemacht. Und das ist auch eines der ersten Features, was ich euch gleich gerne erzählen will. Fangen wir mal mit dem Live-Composite-Mode an, den die Kamera mit sich bringt. Im Folgenden werde ich euch ein paar Bilder zeigen, die direkt aus der Kamera geschossen sind. Das The Chase-Video, was ihr gerade gesehen habt, ist teilweise auch zu 90% auf S5 gedreht, sprich S1H ist mitgelaufen, wenn die S5 mal zu sehen war, aber die meiste Zeit hatten wir zwei S5 zur Verfügung und das gesamte Video ist ebenfalls mit 4K 60 FPS auf S5 gedreht worden, wenn, wie gesagt, nicht die S1H zwischendurch zum Einsatz kam. Ich hatte gerade gesagt, dass viele Einsparungen gar nicht gemacht wurden, sondern verhältnismäßig wenig. Das ist also in meinen Augen wirklich der kleine Bruder von der S1H. Extrem leistungsstark, vielseitig einsetzbar und dennoch kompakt. Es wurden aber auch neue Features verarbeitet. Zum ersten Mal im Vollformat-Sensor ist der Live-Composite-Mode drin. Der Live-Composite-Mode, den möchte ich kurz euch ein bisschen erklären. Ich war auch neu für mich. Wie ich vorhin euch erwähnt hatte, teste ich auch gerne neue Dinge und hatte mich in der Langzeitbelichtung in der Fotografie ein wenig herangewagt und über die Jahre auch ein bisschen da schon ziemlich gut mit eingefunden. Nun kam der Live-Composite-Mode. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr 20, 30 Sekunden irgendwie den Sternenhimmel oder irgendwie eine Stadt
mit wenig Licht bei Nacht fotografieren wollt oder das Meer so nebelig machen wollt, ihr seht zwischendurch nicht, wie das Bild entsteht. Das ist für mich immer so Trial and Error und ich mache das 20 Sekunden, oh, das Bild ist doch noch unterbelichtet. Manchmal hat man nicht die Zeit, das Ganze auszurechnen oder geht nach Gefühl als Fotograf. Hier im Live Composite Mode kann man Light Painting machen, wie unser Darsteller hier. Und zwar kann man direkt auf dem Monitor sehen, wie das Bild entsteht. Das funktioniert so, indem man zunächst in der Kamera eine Art Plate erstellt, wo man vorher den Shutter und den ISO-Wert definiert. Nachdem das gestehen ist, rechnet die Kamera eine Art Black- und White-Frame und orientiert sich an diesen Belichtungswerten. Alles, was danach an Veränderungen im Bild zu verzeichnen ist, wird als neues Lichtquelle mit aufgenommen. Somit kann ich super sehen, wenn sich im Bild Light Painting fortbewegt oder ich zum Beispiel eine Starlapse mache, weil so eine 20, 30 Minuten Starlapse sieht man auf dem nächsten Bild. Die sieht dann wie folgt aus. Und es ist natürlich schwer, diese mit einer Langzeitbelichtung einfach mal so darzustellen, wenn man nicht gerade mit Photoshop oder Lightroom sehr gut umgehen kann und da die Bilder zusammenmatcht. Also auch für mich was Neues, ein tolles Feature, was ich noch nicht zu 100% für mich ausgereizt habe und noch weiter testen möchte. Es macht sehr viel Spaß und man kann endlich mal sehen, wenn man eine Langzeitbelichtung macht, wie das Bild am Ende entsteht. Genau, kommen wir zum nächsten Bild. Genau, hier haben wir das High-Res-Bild, was ich euch gerade auf dem Battery Grip gezeigt habe bei dem Behind-the-Scene-Foto und welches ihr auch im Video The Chase gesehen habt. Warum bin ich so ein Fan von diesen High-Res-Bildern? Es ist eine kleine Kamera, welche die Leistungsfähigkeit von der S1H teilweise vollkommen übernimmt. Und das Feature des High-Res-Modus habe ich sofort erfragt bei der Übergabe, ob der mit verbaut ist. Und wurde mit Ja beantwortet. Ich habe mich darüber sehr gefreut, weil ich mich, wie ihr in dem Porträt und dem Showreel von mir und etc. gesehen habt, auch in die Architektur ein wenig vorgewagt habe und auch hier in der Landschaftsfotografie natürlich keine Einsparungen missen möchte. Also warum soll ich ein 24-Megapixel-Bild machen, wenn ich einen Tripod dabei habe und mit einem Klick auch einfach ein 96-Megapixel-Bild erstellen kann, welches in der S5 seit neuestem auch als JPEG nebenbei abgespeichert wird und ich es direkt auch im JPEG auf dem Handy sogar vorliegen haben könnte und verschicken könnte. Wenn man reinzoomen würde, wird man sehen, dass wirklich jedes Detail erhalten bleibt. Das ist phänomenal, das ist halt einfach mal ein 180 Megabyte RAW-Bild. Das ist eine ganz andere Liga als die ich bisher gewohnt war. Ich habe noch ein paar mehr Bilder im High-Res-Format mitgebracht, wenn man mal weiter durchklickt, welche alle mit der S5 entstanden sind. Genau, da war schon einmal zurück, bitte noch. Das gibt mal einmal zu viel gerade. Kleiner Blick. Aber bleiben wir bei dem, das ist okay. Und im Laufe der Jahre habe ich natürlich auch nicht nur die Architektur lieben gelernt, sondern auch den einen oder anderen Kunden in der Architektur von meinen Arbeiten überzeugen können. Entsprechend konnte ich auch den Kunden die High-Res-Bilder mit anbieten. Und besonders im Printbereich oder falls man mal sogar ein Blow-Up an die Wand setzen möchte, ist das kein Problem mehr, weil mit 96 Megapixel im Petto muss ich mir keine Gedanken machen. Ich habe auf diesen Bildern teilweise sogar 4 oder 5 High-Res-Bilder hintereinander geschossen, habe über Lightroom ein DNG entstellt und habe ein HDR-Bild aus diesen kreieren können. Ein 180 Megabyte RAW-DNG-Bild ist natürlich in meinen Augen eine Ansage und ich bin wirklich froh, diesen Modus in der Kamera in der S5 auch wiederfinden zu können. Teilweise bei dem Hands-On, das ich letztens begleitet habe, haben die Teilnehmer aus der Hand High-Res-Bilder geschossen, das nicht zu empfehlen ist, aber es ist möglich teilweise. Und auch mit sich bewegenden Objekten vor der Kamera, zum Beispiel einem Model, bei diesen 8 Bildern, die dann dabei entstehen, wenn es ruhig stehen bleibt, ist auch hier ein High-Res-Modus möglich, weil der Ghost-Effekt in Modus 2 von dem High-Res-Modus, wenn der einmal aktiviert ist, werden Bewegungsunschärfen rausgerechnet und ihr habt ein knackscharfes Bild. Genau, wenn wir mal ein bisschen noch die Architekturbilder durchklicken, sieht man auch die Stärken der Weitwinkelobjektive der Kamera. Das ist jetzt teilweise mit dem 1635 aufgenommen von der S-Pro. Und einfach mal durchklicken, bis wir keine Interieuraufnahmen mehr haben, von denen ich gerade erzählt habe. Genau. Dass ich einfach einen Eindruck bekommt, was mit dieser Kamera alles möglich ist.
Hier auch das genannte, hier kurz Stopp, hier auch das genannte Porträt von der Lena. 20 mm bis 60 mm, dieses Porträt ist mit dem Kit entstanden. Ich bin natürlich ein bisschen reingezoomt. Das ist Kit-Objektiv, hat eine, in meinen Augen, extravagante Brennweite. Es kommt selten vor, dass ein Objektiv so weitwinklig ist, was im Kit mitverkauft wird und dennoch für den Standard-Zoom alles eigentlich abdeckt. Auch in dem Film The Chase und in den meisten Fotografien, die wir bisher gesehen habt, ist zu 80-90% das Kit-Objektiv verwendet worden. Da hat Panasonic großen Wert drauf gelegt und ich wurde nicht enttäuscht. Auch wenn es eine Kit-Linse ist mit einer variablen Blende bis 5-6, hatte ich durch den Full-Frame-Sensor und den, komme ich gleich noch zu, Dual-Native ISO, keinerlei Probleme mit dieser Linse. Also ich bin auch dieses Kit-Objektiv ein großer Fan davon und besonders in der Architekturfotografie, wenn man weitwinklig werden will, ist nicht ganz 16 mm oder darunter, aber 20 mm ist schon sehr, sehr stark und ich konnte mich sehr, sehr gut für kleine Städtetrippe, urbane Trips zurechtfinden. Als nächstes möchte ich zum verbesserten Autofokus kommen. Mal ein Bild weitermachen. Hier nochmal ein Porträt. Und genau, in dem Porträt, hier nochmal der Weitwinkel. Der verbesserte Autofokus erkennt seit neuestem nicht nur die Augen und den Kopf, sondern auch, wie man im Film gesehen hat, den Rückkopf. Sprich, Face, Head, Body Detection. Wozu ist das Ganze notwendig und was hilft mir das in der Fotografie oder in der Videografie? Stellt euch mal ein Interview vor, ihr habt eine offene Blende, ihr seid alleine dort beim Kunden, ihr sollt nebenbei die Interviewfragen stellen und die Bilder können wir am besten durchklicken, ein, zwei noch. Habt dann halt noch die Möglichkeit, nebenbei euch voll und ganz auf den Interviewpartner zu konzentrieren. Genau, hier mache mal wieder Stopp. Ich kenne das aus meinen Interviews, dass ich manuell Fokus gezogen habe damals, weil ich dachte, okay, der Autofokus, ich will mich darauf konzentrieren, das selber zu ziehen. Aber der Interviewpartner bewegt sich natürlich ein bisschen, also bewegt sich nach vor, er gestikuliert, so wie ich gerade. Und wenn der Fokusbereich jetzt relativ klein ist, bewegt er sich schnell raus. Der Fokus sitzt nicht mehr auf dem Auge, ist nicht mehr eye solid und wir haben ein Problem in der Post und müssen es dem Kunden gegenüber rechtfertigen. Ich hatte bei dem Handball-Interview, habe ich mich neben die Kamera gestellt, habe die Fragen gestellt, wollte mit dem zu Interviewenden kommunizieren und habe die Kamera einfach arbeiten lassen. Es ist natürlich ein Riesenvorteil. Da kann man sich zurücklehnen und auch wenn man der Kopf aus der Kamera gedreht wird, der Fokus bleibt auf der Person. Selbst wenn ich durchs Bild gelaufen bin oder jemand anders mit dem Bild, hat er zwar die Person erkannt, ich konnte sie mit dem Touch wechseln, auf den Fokus auf die hintere Person, aber nur bei Bedarf. Und das macht die Kamera, die erkennt, wo der Fokus liegt. Das ist wirklich hier ein deutlich verbesserter Autofokus im Vergleich zur S1H, wie er vorher bekannt war. Was auch zum Ende des Jahres nochmal hier reinkommt, aber dazu im Laufe des Tages mehr bei Dirk. Genau, ich möchte, wenn die Bilder ein bisschen weiter durchklicken, nochmal auch mal ein bisschen darauf eingehen, dass wir auch andere Linsen natürlich verwenden können. Ihr habt eine riesen Auswahl an L-Mount-Serien mittlerweile. Und hier nochmal der durchaus verlässliche Autofokus, auch bei sehr schnellen Bewegungen war der wirklich unglaublich scharf, hier beim Skateboardfahrer. Janik, einer meiner Mitgründer. Und der junge Herr musste nicht viele Saltis an dem Tag machen, weil der Fokus bei der einen Aufnahme immer sofort saß. Und wirklich sehr zuverlässiges System. Genau, wir haben noch ein paar Aufnahmen im Hintergrund laufen, aber ich erzähle mal weiter über den SNQ-Modus, der auch neu verbaut wurde. Habt ihr auch in dem ersten Promo-Video gesehen, dass ein weiterer Knopf oder eine weitere Funktion hier verbaut wurde. Das ist Slow and Quick-Modus. Der Slow and Quick-Modus ist, wie manchen bekannt, von der G100-Serie auch übernommen worden. Und einfach eine schnellere Möglichkeit, Slow, also Slow-Motion-Aufnahmen oder Quick, Zeitraffer-Aufnahmen, mit sehr übersichtlichen Funktionen zu erstellen. Da muss ich gar nicht so viel zu sagen. Die Kamera, was für technische Details sie bietet mit 4K 60 FPS etc. Ich möchte euch gar nicht so viel Technik ans Herz legen, sondern einfach Anwendung zeigen, wie diese Kamera in der Anwendung funktioniert. Weil da komme ich auch schon zum nächsten Punkt. Das hybride System, wie man es aus der GH5 kennt, Foto und Video auf extrem leistungsstarken Ebenen, ist in meinen Augen eine Kamera, die ich auch wirklich Freunden und Familie empfehlen würde. Die S5, für wen ist die Kamera das Richtige? Das ist noch eine Frage, die mir öfter gestellt wurde, besonders bei Instagram und nach auch Lumix Live mit dem Team aus Amerika.
Für wen ist die Kamera das Richtige? Das ist eine sehr subjektive Frage. Bist du Hobbyfotograf oder Profi-Videograf? Ich würde euch beiden empfehlen, die Kamera für euch zu erwerben, weil in meinen Augen komplett beide Interessengebiete damit abgedeckt werden. Jeder wird mit dieser Kamera glücklich. Und was ich über die, ich weiß nicht, 10 Jahre, die ich jetzt mit Lumix schon zu tun habe, immer wieder festgestellt habe, die Systeme haben mich nie enttäuscht. Ich war auf einer Hochzeit und habe mit 1,5 Akkus eine Hochzeit durchgefilmt, damals mit einer GH4. Und da habe ich die Kameras lieben gelernt, weil die enttäuschen mich nicht, sie überhitzen nicht. Ich bin tagtäglich mit denen durch Terrain gelaufen. Die sind auch mal runtergefallen. Die müssen bei mir was abkönnen. Die sind auf Island bei minus 10 Grad, lagen die aber nach draußen und haben Timelapses gemacht. Ich habe sie reingeholt und alles hat noch funktioniert. Die waren in der strengsten Hitze in Dubai. Die können was ab. Das sind richtige Arbeitstiere. Und das weiß ich wirklich an Panasonic Lumix zu schätzen, dass ich einen verlässlichen Partner an meiner Seite habe. Ich muss keine 2 Kameras mitnehmen. Ich muss keine 20 Akkus mitnehmen. Ich bin mit wenig Equipment zufrieden und extrem stark aufgestellt, egal wo ich bin. Kann mit der Kamera sogar Netflix bedienen. Hier Ende des Jahres 5,8K RAW über ein HDMI-Kabel und den Ninja 5 möglich. Also in meinen Augen ist die Kamera schon eine Ansage an den Markt. Für so einen fairen Preis unter 2000 Euro und jetzt mit den Aktionsangeboten, da wird Dirk auch noch was zu sagen, oder könnt ihr im Calumet-Shop sehen, beinahe das gleiche Leistungsspektrum zu erstellen, wie es aus der S1H bekannt ist, ist definitiv mein Grund, warum ich Freunden und Familie, wie gesagt, die S5 ans Herz lege. So viel mehr habe ich auch gar nicht heute zu berichten. Ich hoffe, ihr schaut euch nochmal bei den entsprechenden Kanälen vorbei, seht nochmal ein bisschen Fotografie von mir an und wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf mich zu. Die Kontaktdaten sind eingeblendet gewesen schon kurz. Die könnt ihr auch gerne nochmal kurz als Endsheet da stehen lassen. Ich hoffe, euch hat der erste Eindruck von der der S5 gefallen. Ihr habt einen guten Eindruck von meiner Arbeit bekommen, wie ich so aufgestellt bin und vielleicht findet ihr da hier und da Überschneidungen zu eurem privaten Sektor, wie ihr mal angefangen habt und wo ihr für euch vielleicht hinentwickelt. Auf jeden Fall, schaut euch die S5 mal an und ich wünsche euch noch viel Spaß bei den weiteren Vorträgen. Alle Infos findet ihr hier. Habt noch einen schönen Tag. Achso, du bist jetzt aber schon fertig. Du bist fertig und wir haben nur noch 10 Minuten zu überbrücken. Achso, okay. Okay, wir sind wieder da. Wie versprochen, um 13 Uhr, nicht ganz. Bist jetzt ein bisschen früher fertig geworden. Die S5, das finde ich auch ein spannendes Gerät. Wir durften sie auch neulich testen. Ich finde diese Flickflack-Nummer unheimlich spannend. Kannst du mir dann noch mal was dazu sagen, also zu der Entstehungsphase und wo wart ihr da eigentlich? Ja, natürlich. Die Flickflack-Nummer, also war, lustigerweise habe ich im Porträt aufgezeigt, dass ich mit der Parcours-Bodentouren angefangen habe und da angefangen habe, die jungen Menschen zu filmen und anhand der Videos den kleinen Kiddies ihre Fehler aufzuzeigen. Also wenn sie beim Rückwärtssalto den Kopf zu früh in den Nacken gemacht haben etc. Hat sehr geholfen. Und einer meiner 8, 9 Jahre oder so war damals alt, war der Maxi. Und der hat das Ganze, nachdem ich aufgehört habe, weitergemacht. So weit, dass er mittlerweile Stuntman ist, Auftritte hat und professioneller Bodenturner ist im Bereich Tricking, so nennt sich der Sport. Und ich habe ihn angefragt und so kam es wieder also von damals hat mich das wieder eingeholt. Und es ist eine schöne runde Geschichte eigentlich, dass mich der Schüler von damals nun heute auch wieder begleitet und bei meinen Videos hilft. Nicht ich war das im Video, sondern es war natürlich jemand anders. Ich kann das ja nicht, wie man gesehen hat. Und es ist Wahnsinn. Also was er auf Beton einfach für Saltos macht und ohne da, was für eine Körperbeherrschung auch. Für mich war es teilweise nicht mal ganz leicht, im Burst-Modus perfekten Winkel zu finden und mit ihm abzustimmen. Das hat sich aber auch relativ schnell eingespielt. Und wie gesagt, da ich habe, glaube ich, kein Bild in der Unschärfe von allen seinen Saltos
leistungsfähig und ich habe das Weitwinkel da sehr genossen, weil ich wollte natürlich darstellen, dass es möglichst hoch springt, dass es hoch aussieht. Mhm. Das heißt, ich habe mich auf den Boden gesetzt teilweise und habe das 20 mm Weitwinkel angemacht und nach oben fotografiert. War sehr nah an ihm dran und wirklich ohne Einsparung und hat Spaß gemacht, mhm. definitiv. War ein sehr langer Tag, wir waren in Hamburg unterwegs, wenn man vielleicht gesehen hat an einer oder anderen Stelle. Genau, ich habe es gesehen, das war die Oberhafenbrücke. Genau, genau. Und dazu habe ich nämlich auch noch eine Frage, so als Videofilmer, das wird die Videofilmer unter euch bestimmt auch interessieren. Die Oberhafenbrücke entlang macht er seine Salti oder Flickflacks und du bist mit der Kamera unterwegs. Hast du da Hilfsmittel gehabt oder war das der kamerainterne Bildstabilisator, der dort funktioniert hat mit der Fahrt? Der Side-by-Side-Shot, wo er eine Radwende Flickflack Rückwärtssalto macht, das ist auf dem Ronin entstanden. Mhm. Also auf dem Ronin S, wir sind mit ihm hergelaufen und ich bin gleichzeitig nochmal mit diverse Einstellungen davon gemacht und ich bin nochmal hinter ihm gelaufen, da dann Handheld. Und man muss dazu sagen, wir hatten überlegt, ob wir im Video nochmal irgendwie einen separaten Feature bewerben, wo wir wirklich zeigen, dass ich Handheld, Side by Side, so wie in dem Demo-Video das Ganze machen. Aber man sieht die meiste Zeit mich Handheld laufen. Der Ronin ist relativ wenig im Einsatz gewesen im Video. Bei 4-5 Einstellungen. Das war jetzt eine der Einstellungen, wo er im Einsatz war. Ansonsten ist der Bildstabilisator bei der S5 ähnlich wie bei der S1Z oder der GR5, dafür, wo Panasonic auch schon oft Lob erhalten hat, weil der extrem leistungsstark ist. Wir arbeiten mit der S5, haben noch ein paar andere Drehs gehabt, um weiter zu testen. Und auch hier klassische Human Slider, man nimmt die Kamera in die Hand und hat so eine leichte Fahrt, besonders bei Events, wenn man irgendwie ein bisschen Bewegung haben möchte, weil sobald ich Film erstelle, möchte ich eine Bewegung einbringen. Die ist hier genauso gegeben. Ich habe ein kommunizierendes Linsen-Body-System. Es ist eine, glaube ich, 6,5-fache Stufe der Stabilisierung. Mhm. Es ist also wirklich solide, sitzt fest und da muss man keine Einsparung treffen. Ich kenne kaum andere Kameras, die noch eine stärkere Stabilisierung haben. So als mein Bauchgefühl gesagt, was ich so mitbekommen habe bisher über die Zeit. Ja. Krass, wirklich beeindruckend. Wenn man jetzt von beispielsweise Sony oder sowas mit dem 5-fachen Bildstabilisator, ist das schon eine Nummer. Natürlich hatte ich auch andere Kameras in der Hand. Was ich heutzutage immer wieder feststelle, ist, dass ich in den Foren lese, dass die Leute eher zu Techniker verkommen als zu Machern. Ja. Ich überlege mir immer, wir haben im Praxisstudium die RAD, die ARRI kennengelernt. Da kriegt kein Hahn nach Autofokus. Da wird man ausgedacht, wenn man nach Autofokus fragt, bei so einer Kamera. Da ist es selbstverständlich, dass der Fokus gezogen wird. Das ist selbstverständlich, dass die nicht diese Features hat. Und der Stabilisator in der ARRI, die wird gerickt. Das wird alles, das ist teuer. Und bei den kleineren Prosumermarkt, wo wir uns bewegen, so viel Leistung zu bekommen und so zuverlässig ist in meinen Augen ein Geschenk. Und deswegen sage ich, ich merke immer mehr, dass die Leute zu Technikern verkommen, die vergleichen, aber weniger Macher, weniger, die wirklich rausgehen und fotografieren. Wie gesagt, ich habe die Kamera immer dabei, die ist immer zuverlässig und diesen Luxus an Features, der da eingearbeitet ist, den sollte man eher nutzen, anstatt einfach nur im Internet zu vergleichen und zu schauen und das alles unter 2000 Euro und jetzt mit der Aktion noch das Sigma 45 dazu geschenkt, im Wert von über 500 Euro. Wie gesagt, da wollte ich ein bisschen Dirk nicht die Show stehen später, der von Panasonic noch hier ein bisschen mehr technische Details zu der Kamera sagt, ist in meinen Augen wirklich ein absolutes Highlight. Und das System, der Zusammenschluss von Panasonic, Sigma und Leica, das ist erst der Anfang. Und wenn man einen Ausblick bekommt, später von Dirk nochmal, was alles für Linsen auf den Markt kommen und wo das Ganze hingeht in der Zukunft, das ist erst der Anfang. Ich denke, da wird sich noch einiges auftun. Wir bekommen sehr, sehr viele weitere Linsen in der kompakten Größe und mit denen ist halt wirklich noch sehr viel, mit denen wird man noch sehr viel Spaß haben, denke ich. Aber da möchte ich, wie gesagt, Dirk nicht zu viel vorwerfen. Okay, prima. Danke. Alles klar. Erst einmal. Danke dir. Sehr gerne. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Moderation. Und ich wollte einmal kurz, wir haben hier viel Feedback bekommen, dass halt die Streams momentan haken oder dass sich manche Dinge aufhängen. Wir sind da momentan dran, dass sich das Ganze möglichst schnell behebt und ich habe eben das Feedback bekommen, dass es wirklich innerhalb der nächsten
Zeit besser laufen soll. Das ist wahrscheinlich den Servern geschuldet, so wie das Feedback momentan gekommen ist. Also dranbleiben und vielleicht ist das in einigen Minuten alles wieder ganz im grünen Bereich. So, der nächste Beitrag geht in 5 Minuten los. Wir wollten noch über meinen Urlaub quatschen. Du wolltest mir etwas über deinen Urlaub erzählen, ja. Nee, ich war unterwegs in Bayern, in Berchtesgaden und habe dort mit meiner Sony Alpha 7 III fotografiert und kann das nur wirklich allen, also wenn man jetzt mal kurz so eine Empfehlung aussprechen kann für einen richtig, richtig coolen Fotospot oder einen Fotourlaub, kann man Berchtesgaden, Schönau wirklich empfehlen. Man kann dort sehr, sehr gut Sterne fotografieren. Ich habe mich dort an den Königssee gestellt. Da ist eine kleine Insel und die ist zwar ziemlich weit weg, aber ab und zu fährt ein Auto vom Parkplatz und wenn man genau dann das Licht sozusagen nutzt, dann damit diese Insel beleuchtet wird, bei der Langzeitbelichtung, mit der Milchstraße im Vordergrund, also im Hintergrund noch, wirklich, wirklich schöne Bilder. Und ansonsten auch auf den Bergen da, man kriegt da ein Panorama hin, das gibt es gar nicht und dafür muss man kein Bergsteiger sein. Also es ist wirklich, ich sag mal, auf humanem Wege kommt man auf Gipfel, wo es Ausblicke gibt, wenn man da dann auch entweder Sternfotografie machen möchte, muss man schon, ich sag mal, ein bisschen waghalsiger unterwegs sein, mit der Taschenlampe nachts. Aber ansonsten kann man das wirklich nur empfehlen. Und auch der Königssee dort, ein Gewässer, unfassbar. Also das einmal kurz eingeworfen. Und ansonsten hatte ich zu meiner Sony noch zum Equipment, falls es irgendjemand interessiert, das Tamron 17 28mm 2.8 dann an meiner Sony dran, 1A wirklich, wenn man dann noch auf Blende 8 ungefähr stellt, kaum Randunschärfe, kann man empfehlen. So. Ja, danke für den Einblick. Wir hatten vorhin nämlich darüber gesprochen und der Raphael hatte mir ein paar Bilder gezeigt und das sah einfach cool aus. Und eigentlich sollte er auch ein Tutorial rausbringen oder heute hier senden über diese Fotos und das, was du da erlebt hast, ja, und die Ausrüstung. Das kommt dann noch bei. Okay. Wir haben noch 1 Minute, 2 Minuten Zeit, bis unser nächster Beitrag kommt oder unser nächster...